Damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer kleinen Demo, die wir heute spielen. Und zwar spielen wir heute The Cult of Chainsville. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, schauen wir auch mal direkt rein. Okay. Ich mache meine Maus weg. Shit! Please, not again. Wie, not again? Okay. Also, wir spielen hier heute The Cult of Chainsville. Chainsville hört sich an wie so eine kleine Stadt. Und wir sind jetzt hier gelandet. Das Spiel hat Stevie rausgesucht, das ist eine kleine schöne Demo. Und wir gucken mal, was uns hier erwartet. Keep clear. Also, der Fahrstuhl ist zumindest schon mal nicht zu nutzen. Do not enter. Okay. Wir sind Rebellen und gehen einfach runter. Obwohl da steht, mach es nicht. Hold Shift Key to Run. Okay, ja, ein kleines Mini-Tutorial. Ja, da hat gerade irgendwas geklappert. Ich weiß nicht was. Oh, schon wieder. So ein ganz schriller, heller Ton. Okay. Kann man machen. Kann man auch sein lassen. Do not enter. Warum ist hier so ein... Abandoned mine. Oh, nee, ist klar. Safe notice. Do not enter. This structure is unstable following the recent collapse. All constructions has been placed on hold until further noticed. Okay, wir haben eine verlassene Mine. Und wir sollten eigentlich diese Mine nicht betreten, weil sie ist einsturzgefährdet. Und wir kecken Racker halten uns da mal so gar nicht dran. Und gehen hier einfach mal in die Mine. Warum, wissen wir nicht. Wir machen es einfach. Weil wir sind ja neugierig. Kann ich auch hüpfen? Nee, kann ich nicht. Ich kann nur laufen. Okay. Und kriechen. Danger. Okay, gibt's denn hier sowas wie eine Taschenlampe? Weil es ist schon dunkel. Also ich sehe zwar ein bisschen was, also auch nicht viel mehr als ihr Chat, aber keep clear. Aber immerhin etwas. Ich dachte, die Mine sei verlassen. Ma'am? Eileen? Eileen? Why won't you speak to me? What do you want? There are no keys in your inventory. Okay, ich muss erstmal einen Schlüssel finden. Ach du tolle Wurst. Okay, wo könnte ein Schlüssel versteckt sein in so einer wunderbaren Mine? Und Eileen bleibt da hinten stehen. Okay, können wir hier einfach... No? No? Also hier kommen wir nicht lang. Hier dürfte kein Schlüssel sein. Okay. Wo könnte sich sonst noch so ein Schlüssel verstecken? Oder habt ihr vorhin einen Schlüssel diese Tür war vorhin zu. Gut. Jetzt ist sie offen. Das ist ja gar nicht ängstlich. Also, macht er, ne? Oh. Also, Atmosphäre ist da. Finde ich gut. Ja. Weiß ich nicht, was mir dieses Bild mitteilen möchte. Remember, if you get locked out of night, don't panic. Stay low, stay quiet, and morning will come again soon. Okay, wenn wir eingesperrt sind, sollten wir leise sein und so weiter.
DXXBBXAXACXX. Was? Oh, warte. Da ist doch bestimmt. Warte, da muss denn. Okay, warte, dann ist das. D. A. C. B. Richtig? Lol. Okay, dann ist es B. D. A. C. Okay, haben wir. Dann ist es A, C, B, okay. Dann nicht. Dann ist es. Was? Ich muss wieder von vorne anfangen? Ja, und dann A, C, D, B. Richtig? Okay. Warum ist das jetzt aufgegangen? Also warum habe ich es eigentlich aufgemacht? Das ist jetzt immer nur die blöde Frage. Aber gut, wir lesen uns erstmal hier dieses wunderschöne Ding hier durch. Our Lord has ordered that the entryway's security code is to be updated after last week's incidents. If the code needs to be updated again, whoever is found to be at fault will be dealt with severely. Okay, make sure everyone understands. Ja? Nein? Vielleicht? Wir gehen weiter. Was? Was ist das? Was soll das sein? Was ist das? They are watching. Hold the middle mouse button to focus the camera. Shit, what the fuck is going on here? Justice now here. Nee, ist klar. Kannst du den Key einfach nehmen? It reads, descend into your deepest pain. Passiert. Okay. What the sh... Er ist weg. Alter, das war ein Riese. Wo ist er hin? Okay. Ich renne jetzt einfach, ist mir egal. Ist mir nicht egal, was ist denn da hinten? Warum, was bist du denn? Oh, was seid ihr denn alle für tolle... I must have gone insane. None of this can't be real. Okay. Ey, Stevie, Alter, warum gibst du mir denn bitte so eine Demo? Fuck! Was ist denn mit dir nicht richtig? Ey, wenn wir das jetzt mal zusammen zocken, du. Ja, nimm mal den Key hier. So, Eileen. Redest du jetzt mit mir? Eileen ist no! weg. No! No, come back! Fuck! What the hell is this? Why are you playing with me? What the fuck do you want? Ah, okay. No, no, no. No! Wer bist du denn? Wer war das denn jetzt? Oh, my head. Wo sind wir? Wir sind nicht mehr in der Mine, oder? Fuck. What the fuck was that nightmare even about?
Ja, weiß ich nicht. Eileen, where could you be? After all this time, can I still find you? Es wäre auf jeden Fall schön. So, to watch the tape, click on the VHS player in this room, select the tape, then wait for it to start. Okay, kurze Erklärung, wie ich hier Videos abspielen kann. Cool. Sind wir etwa ein Police Officer? Also, ich würde jetzt mal sagen, ja, Police Department. Okay. Schön. Hi, Mirko. It's Dr. David. I wanted to return your message about the canceling our upcoming session this Saturday. I know you're going through a rough time, but that's why I must insist we continue our work together. Don't give up on me now. Also, er scheint eine Therapiesitzung zu haben und würde die gerne nicht mehr wollen, so nach dem Motto. Gut, this case has already been delayed for too long. Dead body. Okay, das sind immer dieselben Sachen. Haben wir hier sonst noch irgendwas Schönes zu lesen? I don't have time to organize this right now. Okay, er hat keine Zeit, sich drum zu kümmern, um es aufzuräumen. Hey, who's there? Ja. Creepy. I don't need to go in there right now, okay? The water dispenser. Okay, ist alles locked. Hier sind ein paar Lockers. Was haben wir jetzt angemacht? Haben wir jetzt was angemacht oder haben wir was ausgemacht? Wir haben was angemacht. Da drüben, da geht was an. Okay. Okay, da muss ich nicht hin. Da auch nicht. Okay. Doesn't work. Who was that guy? The door's locked. That's weird. Maybe one of the officers was late for duty. Well, no time to waste. Let's look for clues. Which clues? Also. Ja, ist alles gelockt. Verarschen? Also, okay. Clues. Also Hinweise. Wo könnten wir jetzt Hinweise finden? Also außer in unserem Büro, logischerweise. Oder in der Asservatenkammer. They are watching. Wer? Oh Mann, Stevie, ey, warum gibst du mir denn so eine Demos? Vor allen Dingen alleine. VS Mark S. Chancellor City, 15.06.1988. Na, ist ja wunderbar. My old friend, we are right. Everybody in this whole fucking place is involved. I need to talk to you as soon as possible. If you don't hear from me by the time you get this tape, make sure my death isn't in vain. Just watch it. You understand? Yeah. This box is from the last month robbery case. Das ist aber ein schönes Bildchen. That's Max, our station dog. We really miss him. Stevie, schön, dass du dich freust, dass ich mir hier dieses wunderschöne Spiel jetzt hier gerade angucke. Das wirst du alles wiederkriegen, mein Freund. Stell dich drauf ein. Viel Spaß. Okay, wir gucken uns doch dann einfach mal wunderbar. Ne, wir lassen das Licht an. Wunderbar, gucken wir uns doch jetzt dann mal das gute VHS-Tape an. Oder auch nicht. Ach, das war gar nicht mein Büro. Okay, das ist mein Büro. Ah, gut, dann legen wir hier mal das VHS ein. Mach mal den Fernseher an. Oh nein, und wir erleben jetzt... A log for January 13th, 1988. 0940 hours. Current location, Chanceville. During my investigation, it has come to my attention that several strange reports have originated here. I won't rest until I uncover the truth, or my name is an Eileen Steinman.
End of log. Eileen Steinman. Okay, wir sind jetzt Eileen Steinman und spielen jetzt quasi das nach, was Eileen aufgezeichnet hat. Ne, ist ja... Und dann immer diese creepigen Bilder. Ja. Mm, okay, ist locked. You can never kill them. Na, da nenne ich doch mal richtig gute Freude. Du, da habe ich richtig Lust drauf, sowas zu lesen. Ich gehe von aus, wir müssen die Leiter hier hoch. Gibt's denn sonst noch irgendwelche anderen tollen Hinweise? Don't forget your roots. We are not slaves. Alter, okay. Komm, wir klettern jetzt die Leiter erstmal hoch. Also, einfach warum? Blut. Da ist auch nochmal Blut. Ach, no future. Hm, keine Zukunft. Und there is everybody blood on the floor. Das ist ja mal toll. Warum steht hier? Das sieht aus wie eine 1. Das sieht aus wie ein Gesicht. Okay, jetzt sind wir hier hochgegangen, um was zu machen, wollte ich gerade fragen. Aber hier, guck mal, hier sind zwei sehr dezente, blutige Pfeile. Die, glaube ich, mir dezent hinweisen, ich soll hier runterspringen. Was aber... Also weiß ich nicht, ob ich das normalerweise machen sollte. Okay. Also nach rechts kann ich nicht, ich kann nur nach links. Okay, dann gehen wir jetzt über den Müllberg. Hier gibt es nochmal eine Leiter nach oben, das finde ich gut. We destroy what destroy us. What destroys us? Yeah. Was war das? Welcome to reality. Ja. Oh, was? Also, nee. Hey, Steven, ey, wirklich. Do not enter. A couple of outsiders came into town today. Newlyweds asking where they could rent a room. I told them to keep driving till they hit the next city over. I might not want them here, but I also don't want their blood on my hands. Okay, also er wusste auf jeden Fall, was hier passiert. Ja, do not enter. Nein! This sounds like a warning. Ja. Oh, do I really want to go down there? Nein. Well, nein! I've already come this far. Alter, kann ich wieder zurück? Geht das? Natürlich nicht. Wer steht denn jetzt da hinten? Oh Mann. It's so cold here. Yes. I just can't shake the feeling that something's not right. Warum gehst du denn auch da runter, wenn da steht Do not enter? Da ist auch ein Zaun dazwischen, oder? Da ist doch safe ein Zaun dazwischen. Hello? Wunderbar. Da ist aber auch ein Zaun dazwischen, ne? Also da ist auch nochmal so ein bisschen Gitter. Schön, dass die mich immer weiter einsperren.
Lass mich raten, ich drehe mich jetzt um und der steht jetzt direkt hinter mir. Nee, er ist weg. Mit einer sehr dezenten Blutspur. Also, ich weiß nicht. Hör auf mit solchen Soundeffekten. Das macht gar keinen Spaß. Also, für mich würde die Zuschauer schon eher. Warum sollte ich jetzt da hingehen? Ich kann. Oh, ich dachte, ich kann das jetzt nicht öffnen, ey. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss wieder zurückrennen oder so. Was bin ich denn jetzt? Stay home. Ja. Saint Alexandria Rehabilitation Jail. Wir sind in einem Gefängnis. Na, ist ja wunderbar. The prison is almost as old as the code of itself. Over the years, the facility has become dilapidated. I don't know what dilapidated is. As more people vanish, less resources are available. Equipment has broken down and the utility barely functions. It's said that tourists who have vandalized, randaliert haben, the abandoned institution in the recent years never returned home. Wie? Die sind nie wieder zurückgekommen? Also. Okay. February 1957, der 11. Februar 1957. After taking a week to move and get myself adjusted, I've started my new job as a security guard over at St. Alexander's. Although I am far from home, I am very grateful to my boss for giving me this opportunity. The town and its citizens are unusually quiet, but it feels like this is gonna be the perfect place for me to start my new life. I've been warned that the local convicts are very dangerous, but the boss seems to have confidence in me. I'd be lying if I said I wasn't intimidated, but I'm still gonna give it my best. Ja. Ey, sag mir bloß, ich kann hier jetzt überall rein, oder was? No! Okay, the handle is rusted and won't budge. Kann ich eigentlich wieder zurück? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Was steht denn hier Schönes? Ja. Ja. Was? Achso. Blablabla was hier wahrscheinlich. Okay. Da komme ich auch nicht rein. Everybody's gonna mad. Aber doch nicht auf mich, oder? Ach, ist ja schön, dass es da weitergeht. Ach, toll, 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 toll. Wir gucken uns aber erstmal hier ganz in Ruhe um. So, was steht denn hier alles so schön? The end is begin. Aha, das Ende ist der Anfang. Okay, das Ding ist auf jeden Fall noch gelockt. Hier geht's auch nochmal weiter. Also, ich muss mal ganz klar sagen, das Game an sich hat auf jeden Fall eine nice Atmosphäre. Ist ja, wie gesagt, jetzt hier auch nur eine kleine Demo. Also, kleine Demo, ja. Ah, das war eine Kuh? Also, weil da sind Euter. Oh, Mann. Justice now here. Ja, also, ja, nee. Wir gehen erstmal kurz nochmal, nee, also, nee. Einfach, nee, den Hebel drücke ich jetzt nicht. Nee, wir gehen jetzt nochmal den anderen Gang lang. Ist mir egal.
I researched this prison. St. Alexander. An abandoned penitentiary. What a mess. It's been completely vandalized. Okay, also hier wurde auf jeden Fall ordentlich run. Randaliert? Ja. Also. Isabel Sherwood, a young peasant woman, was disdained to participate in the sacrifice of the four mothers. She fell in love with a local heretic who'd been protesting the ritual, trying to prevent her from sacrificing her life. The lovers ended up gaining the support of a small group of followers. Even to this day, their relationship is gossiped about by the townspeople. Okay, also die haben auf jeden Fall gut gelästert, die Leute, die da, na hier, die Einwohner, ne? Ach, guck mal, hier gibt's ein tolles Buch, The Sacrifice of the Four Mothers, a tradition as old as Chainsville itself. The sacrifice ritual ensures the protection of future generations. Four virgins are slain, bringing a new god into the underworld. To honor the chosen, the locals revere matriarchal figures and decorate their homes and altars with symbols of motherhood. Okay. Boah, ja klar, da führen die einfach mal so ein Ritual aus. Egal, wir gehen weiter. Boah, das ist aber creepy shit hier, ey. Also von hier kam der Ball. Und das sieht aus wie... Also, wir sind hier im Gefängnis, aber es sieht aus wie, Kinderzimmer. Here is no exit. Da steht eine 4. Shit, ich muss mir was aufschreiben. Ich habe jetzt den Stevie nicht mit dabei. Der Stevie macht sich sonst immer Notizen, wenn ich der Spielende bin. Diesmal ist es nicht der Fall. Verdammt. Also, eine 4 haben wir gefunden. Hey, yippie. Vielleicht brauchen wir sie ja noch, die 4. Vielleicht auch nicht. I think a kid drew this. Ja, würde ich jetzt auch sagen. A book of children's tales. Okay, Mom, tot. Da sind irgendwelche Monster. Me, crying. Dad, tot. Und es gibt eine Witch. Ja. This bear seems better days. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also, kann ich den Ball mitnehmen? Das ist... Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein nices Gimmick, dass du mit dem Ball rumspielen kannst, aber... Alter, was ist denn hier passiert? Left mouse button to hit the dolls, right mouse button to pick a doll. Muss ich jetzt hier eigentlich alles rausschmeißen einfach nur? Finde ich hier irgendwas anderes noch? Außer diese Dolls? Was hat Lego-Baustellen. Noch mehr Dolls. Noch mehr Dolls. Noch mehr Dolls. Was ist denn ein Doll hier los hier? Da ist noch was. Eine 5. 4, 5. Ach, ist ja schön. So kriegen wir jetzt den Code so Stück für Stück mitgeteilt. Das ist ja... Ist ja gar nicht so verkehrt. Was ist das denn hier? Es dreht sich mit! LOL. Isabel Sherwood, 1855 bis 1882. One of the infamous figures of Chainsville. This woman tried to ruin the sacrifice of the four mothers by leading the population towards promiscuity and not fulfilling her role as matriarch in the ritual. She was executed in 1982 for her crimes along with her followers. Okay.
gibt's hier noch weitere Sachen? A trained warrior never shows her back to her opponent. You will have to find a way to gain leverage. Ach, deswegen bewegt sie sich hiermit. Das ist ja mal toll, toll. Your fear is their power. Oh, tolle Wurst. Carson Beckett, Fact or Fiction? Carson Beckett, 1849 bis 1882, was the younger twin of Alexander Beckett. It is said that in their youth, both brothers pursued the same visionary idols as the rest of the prestigious Beckett family. Carson's path diverged from his family when he met Isabel Sherwood. Ja. So, jetzt hast du hier ganz viele Voodoo-Puppen. Oh no. Warum kann ich die bewegen? Was hat das für einen Hintergrund? Warum kann ich die bewegen? Oh mein Gott! OMG. Ja, aber warum? Es muss ja einen Grund haben, warum ich die von A nach B schieben kann, oder nicht? No, 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 no. Okay, wir gehen mal weiter. Stop them. Wunderbar. Ein Träumchen. Ist das dein Ernst? Hier liegt Munition. Gibt's auch eine Waffe? Für mich? Okay, hier ist ein Zahlencode, Schloss. Playroom, Statue, Dolls, Pick. Also Playroom haben wir. War die 5. Statue, habe ich nichts gefunden. Also Statue ist noch X, es bleibt noch leer. Dolls, haben wir gefunden, war die 4. Nee, umgekehrt, ne? Und Pick, was ist denn... Okay, warte mal, gehen wir nochmal zurück. Also, das ist jetzt nicht Pick, oder? Also, das ist doch jetzt hier nicht... Oder ist das gemacht? Ach, da. Okay, Pick. Pick ist die 7. Nice. Hier ist die Statue. Und wir hatten doch vorhin... Ach, das ist der Playroom, ne? Dann ist Playroom 4. Also müssen wir die beiden tauschen. Und Dolls ist dann die 5, genau. Dolls ist die 5. Ach ja, hier gab es ja diesen geilen Hebel. Heißt es jetzt, dass die... Warum ist der Ball jetzt da hinten? Ist mir egal. Ich will es nicht wissen. Dass die Statue sich jetzt nicht bewegt und ich jetzt die hier fixieren kann? Ist die jetzt fix? Die Dry! Die Statue hat die Dry. Okay. Also. 4, 3, 5, 7. Safe! Mach die Tür bitte wieder zu. Ja, du, es sieht aber, can't stop us. Sieht aber sehr gemütlich bei dir aus. Bin ich ehrlich. Du, es ist aber, hast es dir aber schön wohnlich gemacht hier. Was ist das? Guards key found in inmate number 8's cell. Denn einfach die Tür zu. Okay, hier komme ich bestimmt nicht raus. Nein.
weiß ich nicht, also... Okay. Hier kommen wir wieder zurück. Okay. Okay, 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 okay. Cool. Das ist ja mal... Toll, 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 toll. Game saved. Schön, dass da oben links Game saved steht. Das ist ja... Wow, this place is gigantic. Gigantic? Warum kann ich denn hier über so reingucken? Vor allem, wer macht denn hier sowas, dass er hier in die Duschen guckt? Also so... Was passiert? Warum brennt es da hinten? Oh Gott! Ach so! Bin ich jetzt tot? Hätte ich wegrennen sollen? Also ich meine, ich stand ja jetzt gerade unten, ich hab's zu spät gesehen. Drück Shift zum Rennen. Hallo? Spiel? Wo sind wir? Okay, wir sind wieder hier. Wow, okay, this wow. Place is gigantic. Gigantic, wie immer wieder. Oh, schön, 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 schön. Okay, jetzt müssen wir uns vorbereiten, da lang zu rennen. Oh Gott! Ja nun. Also, wir sind nicht wirklich stay schnell. Away from me. Bin ich ehrlich? Das geht auch schneller. Was ist das? Ich will weg hier. Können wir einfach gehen? Oh, was ist da denn schon wieder? Da ist auch wieder irgendwas. Oh. Ich kann die Tür nicht zumachen. Oh, ist nur ein Ventilator. Also... So ein Schaufel, Dingens, Bummens, Turbine. I don't know. Aber auf jeden Fall rotiert's. Oh, da passiert doch gleich was. Ah, okay, wir kriegen eine Leiter. This was not my. What? My what? What? My dream. Ist ja toll, was die sich da so an Sachen aufhängen. Welcome to the reality. Ach, guck mal, da sind wir jetzt wieder oben. Als ob ich jetzt reingehe. Können wir einfach wieder zurückgehen und können wir jetzt einfach sagen, hier... Tschüss! Geht das? Kann ich hier hochklettern? Oh, das würde sogar gehen. Okay, warte. Bevor wir das jetzt machen. Bevor wir jetzt irgendwie, also bevor wir jetzt hier wegrennen. Was ich auf jeden Fall machen möchte. Aha, wir müssen sogar wegrennen. Nice. Okay. Also wegrennen gefällt mir. Also da, ich würde jetzt die Beine in die Hand nehmen und würde sagen, tschüss. Are you sure? Ja, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich die Beine in die Hand nehmen würde und würde sagen, auf Wiedersehen. Hä? Pfeil nach da und jetzt soll ich hier runter? Oh, lol. Nein! Oh. Hey, you injured. Find some medicine. Ja. Und ja, Madison. Okay, wir nehmen mal zwei.
Zweimal Medizin, weil wir haben ja dreimal gefunden. I've been in Chainsville for 2 days now and so far no one will answer my questions. I don't know if they are afraid of me for... Wait, what? I don't know if they are afraid of me or for me, but I'm lucky if anyone will look me in the eyes. Tonight I sit in one in... Mein Englisch ist aber auch wieder eingerostet. Tonight I sit in on one of their church meetings and try to gain their trust. Okay, gut, cool, cool, cool. It looked like his plan didn't work so well. Ja, warum ist das da offen? Möchte das Spiel, dass wir jetzt da reingehen? Nö, ich geh jetzt weg. Ich kann nicht weggehen. Na, ich kann mir das Bild nochmal angucken. Da ist ja. Ach toll, wir müssen da durch. Freunde. Ja, auch so viel Spaß wie ich bei diesem Spiel. Da steht wer und wartet auf mich. Toll. Da ist ein Zaun dazwischen. Okay, cool, cool. Was willst du jetzt machen, hä? Hä? Da ist ein Zaun dazwischen. Nee. Oh, ich bin... Ah, shit, ich komme nicht weiter. Man muss auch dazu bedenken, ne? Also wir gucken einfach uns gerade nur ein VHS-Video an. Her bloodline made a pact with our Lord. Willingly or not, she must honor their foe. We won't be able to survive these nights much longer. Okay. Evidence do you have? Also, was für einen Beweis hast du denn bitte? Okay, wir können jetzt hier durchgehen. Hey! Kommen wir da auch wieder raus? And after our world will be cleansed, the sun will rise upon our empire, never to set again. With the darkness purged, our families will be free. Ja, ist klar. Are you... What? Serious? Are you serious? Ja, ich bin mir sicher, ich möchte jetzt... There is no exit. Go away, ja. Würde ich gerne, wenn ihr mich lassen würdet, dann wäre ich hier auch ganz schnell weg. Ich würde euch komplett allein lassen. Ich wäre für mich... Okay, fertig, in Ordnung. The smell that comes from inside is nauseating. Ja, da liegt auch ein Fuß drin, so ein kleiner Käse, Mauke, plus ein Händchen, beziehungsweise ein Arm. Und ein Torso. Toll. Und ich kann hier mit der... Warum kann ich das Ding hier an- und ausmachen? Okay. Muss ich jetzt wieder zurück? Weil ich komme ja nirgendwo raus. Knopf drücken? Nee, Block? Nee, okay. Muss ich hier wieder zurück? Sind die mittlerweile weg? Nope. Das ist auch nicht offen. Okay, cool. Muss ich dem Typen hinterher rennen? Leute? Da hinten ist eine verschlossene Tür. Ich gehe von außen, da ist der Ausgang. Habt ihr einen Schlüssel? Für mich? What? Wo seid ihr hin? Warum wird die Musik so bedrohlich? Wo gehen wir denn jetzt lang? Wir gehen mal hier mal nach rechts.
Wir gehen nicht nach rechts. Jetzt gehen wir nach rechts. Was passiert da bitte? We have been following the path for so long that I never stopped to question why. Now, with only one sacrifice left, I can only hope that we are right. If not, we deserve to be swallowed by the darkness. Yeah. Okay. Okay. Also, wir müssen wahrscheinlich hier rein und die nette Dame sagen, hello. Und jetzt kommt wieder dieses Viech. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen. Stay away from me. Sie hat eine Waffe? The Code of Chainswool. Warum hat sie die denn nicht schon vorher genutzt, die Waffe? Thanks for playing this demo. Ja. Ich bin ehrlich. Atmosphäre ist da. Optik sieht auch nice aus. Und ich gehe von aus, das volle Game werden wir bei uns auf unserem Kanal bringen. Wenn euch diese Folge heute gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne einen Kommentar. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, natürlich auch gerne wieder ein Abo dalassen. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin sage ich erstmal... Eingehauen.